Ich hatte gerade erzählt, dass man sich in beiden Organisationen nicht die Hände schmutzig macht und dafür Kleinganoven bzw. Polizisten hat. Ein großer Vorteil der Mafia gegenüber dem Staat besteht darin, dass sie die Wirtschaft nicht mit Auflagen lähmt. Sie erlässt keine Verordnungen darüber, wie die Erpressten ihr Unternehmen zu führen haben. Davon können die Opfer des Staates nur träumen. Eine herrliche Geschichte dazu erzählt Carlos Gebauer über den mündigen Bürger U. Den Link dazu stelle ich auch in den Begleittext des Videos. Der Mafia und dem Staat ist bewusst, dass sie beide die Zustimmung des Volkes benötigen. Man darf es mit der Schröpfung nicht übertreiben und man muss seine Machenschaften in ein soziales Deckmäntelchen kleiden. Als sehr fair wird vom Volk eine Blutgeldprogression empfunden. Wenn also der kleine Mann weniger bezahlt als der Reiche. Ich will dazu einen kurzen Absatz aus Butters Artikel zitieren, beziehungsweise hier in dem Buch steht ja das Gleiche. Eines Tages, als er den Auftrag bereits hatte, seinen Bruder zu töten, steckte ihm ein Verbindungsmann, dass ein neuer Haftbefehl gegen ihn vorläge. Er suchte Schutz im Haus von sauberen, unauffälligen Leuten und konnte dennoch mit offenem Gesicht auf die Straße gehen. Niemand im Viertel hätte ihn verraten. So ist Catania. Die Leute schätzten an ihm, dass er nie von einem Schuster Schutzgeld erpresst und immer Jobs für ihre Söhne besorgt hatte. Der legendäre Mafiajäger und Oberstaatsanwalt Roberto Scarpinato schreibt das Vorwort von dem Buch, von Butters Buch. Und da will ich auch was zitieren. Vor dem Treffen mit Kronzeugen der Cosa Nostra hatte ich erwartet, vor Monstern ohne Sensibilität und Moralsinn zu stehen. Vor Kriminellen, die Dutzende von Macht- und Geldgier motivierte, furchtbare Morde begangen hatten. Stattdessen entdeckte ich immer mehr, dass Mafiosi vor allem Männer sind, die einen anderen kulturellen Kodex in sich tragen. Sie haben das Gefühl, einer Welt anzugehören, die über eine eigene Ordnung und Weltanschauung verfügt. Einem der bürgerlichen Gesellschaft parallelen, aber durchaus verschiedenen Universum. Einer totalen und in sich geschlossenen Gesellschaft, die durch ein selbstbezogenes Wertesystem die gesamte Realität entziffert und interpretiert. Und dass das nicht nur leere Worte sind, beweist Scarpinato bei seinen Schlussfolgerungen zu der Frage, wie denn die Gesellschaft mit dem Problem umgehen sollte. Das Maß an Empathie und Reife, was er dabei zeigt, finde ich ganz erstaunlich für jemanden, der jeden Tag um sein Leben fürchten muss. Und von dem kam Butter berichtet, dass er ständig 13 Leibwächter um sich herum hat, die auf ihn aufpassen. Er schreibt am Ende: Um die Cosa Nostra und die anderen Mafia-Organisationen zu besiegen, reichen nicht Strafgesetze und polizeiliche Bekämpfung. Man muss sie auf einem anderen Terrain bewältigen, dem der Kultur- und Identitätsbildung. Niemand mehr soll sich in Italien, Deutschland, Russland, der Türkei und anderen Ländern wie niemand gemischt mit dem Nichts fühlen und daher, um der Sinnlosigkeit seiner Existenz zu entgehen, der Verführung von Organisationen verfallen, die ihm neben den materiellen Vorteilen die Fata Morgana einer Superidentität liefern. Und ich finde, das lässt sich auch wieder ganz hervorragend auf den Staat übertragen. Und man bekommt eine ähnlich gehaltvolle Aussage, wenn man zum Beispiel sagen würde, niemand soll sich wie nichts fühlen und der Verführung einer Organisation verfallen, die ihm Sicherheit liefert, und zwar emotional wie materiell. Auch bei der Verteidigung gegen den Staat gilt, politischer Aktionismus und Gewalt sind die falschen Mittel. Empathie mit den Tätern und den Opfern die richtigen. Etwas gruselig wird es in Butters Buch, wenn der Mafioso von Verhören berichtet von Leuten anderer Clans, die meist oder praktisch immer mit der Todesstrafe enden. Und dieser Absatz erklärt dann auch den Titel des Artikels »Im Stehen sterben«. Es heißt hier: Beim Verhör jammerten selbst die stolzesten Ehrenmänner wie Kälber. Sie flehten, erwähnten die Frau, die Mutter, die Kinder und bettelten um Mitleid. Sie machten sich so lächerlich, dass er sich jedes Mal für sie schämte. Er weiß nur von einem Mann, der seine Mörder als Cornuti, Gehörnte, beschimpft und angespuckt hat. Über solche stolzen Männer, die weder flennen noch reden, sagt die Cosa Nostra, sie seien im Stehen gestorben.
Mich erinnert das an ein Video von Stefan Molyneux, in dem er über die mangelnde Würde der Opfer des Staates spricht. Jeder kennt die typische Szene auf dem Schulhof, in dem böse Jungs einer Clique irgendeinem Milchbubi das Spielzeug wegnehmen und es dann nach oben halten. Und der Junge springt dann hin und her und dann werfen sie es von einem zum anderen und er läuft immer seinem Spielzeug hinterher und schreit dann, gib mir mein Spielzeug zurück, bitte gib mir mein Spielzeug zurück. Und das ist natürlich entwürdigend. Die angemessene Reaktion wäre, nicht zu betteln, sondern zu sagen, dass das Diebstahl, also Unrecht und unmoralisch ist und dann einfach zu gehen. Jetzt ist die Frage, was hat das zu tun mit der mangelnden Würde der Bürger, also der Opfer des Staates? Ganz einfach. Wer wählen geht, beteiligt sich am schmutzigen Geschäft der Politik und bettelt genauso wie der Junge. Bitte lass meine Partei gewinnen, die wird mir nicht so viel wegnehmen wie die anderen. Und ebenso traurig ist es, wenn ein Herr Zumwinkel jetzt reumütig vom größten Fehler seines Lebens spricht. Steuerhinterziehung ist in keinster Weise moralisch verwerflich. Und dazu habe ich in einem Blog Ars Libertatis von einer schönen Analogie gelesen. Stellen Sie sich vor, dass bewaffnete Einbrecher, könnten auch Mafiosi sein, in Ihr Haus eindringen, Sie fesseln und alles durchsuchen und Ihre Taschen füllen mit all Ihren schönen Wertgegenständen. Und wenn die fertig sind, fragen die Einbrecher am Ende, ob Sie noch irgendwo etwas Wertvolles versteckt haben. Und Sie verschweigen jetzt, dass Sie da noch hinter dem Bilderrahmen einen Tresor haben, wo noch viel mehr drin ist. Und die Einbrecher geben sich damit zufrieden und verschwinden. Die Frage lautet jetzt, war diese Lüge unmoralisch? Eben. Und ich weiß schon, dass die meisten sich jetzt fragen werden, wie? Hinterzieht der Heuler etwa auch Steuern? Nein, tue ich nicht. Aber nicht, weil ich das Hinterziehen für unmoralisch oder Steuern für sinnvoll halte, sondern weil ich Angst vor der blau-grünen Schlägertruppe habe. Ich hatte erst vor kurzem eine Steuerprüfung, und die hat den Steuerzahler nur Geld gekostet, weil die lächerliche Nachzahlung bei weitem nicht die Kosten der wochenlangen Prüfung gedeckt hat. Mit Zustimmung hat das jedoch genauso wenig zu tun, wie wenn ich einen bewaffneten Straßenräuber widerstandslos meine Brieftasche aushändigen würde. Ich kann damit allerdings besser schlafen als die Finanzbeamten, wenn sie irgendwann entdecken, dass sie für eine Organisation arbeiten, die schlimmer ist oder zumindest genauso schlimm wie die Mafia. Manche Zyniker stellen hierbei ernsthaft in Frage, ob jemals ein Finanzbeamter im Stehen sterben wird. Ich, wie gesagt, gehe grundsätzlich von der Tugendhaftigkeit aller Menschen und Staatsanhänger aus. So, das war's für heute. Ich darf mich empfehlen. Bis zum nächsten Mal.